Herzlich willkommen zum aktuellen Regionalmagazin am Karfreitag hier bei BLK TV. Haben Sie schon alle Ostereier versteckt? Ich sehe die Hasen schon regelrecht umherhoppeln. Österliches gibt es auch in der heutigen Sendung. Lassen Sie sich also überraschen. Auf geht's in diese Sendung mit aktuellen Nachrichten aus dem Burgenlandkreis. Ja, wir sind im Heimatnaturgarten, dem kleinen Tierpark in der Mitte von Weißenfels. Und ja, die Ute Radestock sitzt neben mir am Frühlingsblüher. Ute, wo sind die Hasen? Ja, wir haben nur einen. Ihr habt nur einen Hasen vor Ostern. Das ist ein bisschen wenig. Ja, ich habe mich gefreut hier auf 30, 40 Osterhasen, die vielleicht schon Eier verstecken. Aber okay, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ihr habt euch was einfallen lassen, nämlich zu Ostern gibt es wieder eine ganze Menge im Heimatnaturgarten für Groß und Klein und ein Besuch lohnt sich, wie in den Jahren zuvor. Erzähl mal kurz, was kannst du schon verraten, was gibt es an tollen Sachen? Ja, wie eigentlich wie gewohnt, das Fest gibt es ja jetzt schon seit über 30 Jahren und ist damit fest etablierte Tradition bei uns. Wir haben also wieder ganz fleißig im Förderverein die Ostertütchen gefüllt, sodass jedes Kind ein kleines Ostertütchen geschenkt bekommt. Und wir haben auch sonst einen Osterhasen hier, der auch die Tüten dann verteilt. Und wir haben Hoppelpoppel mit einem Programm von um 11 bis um 12. Wir haben ein Kinderkarussell, eine Rollenrutsche, eine Hüpfburg. Es gibt Bratwürstchen. Es gibt Steaks, also für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und ja, Musik, Spaß und unser wunderschöner neuer Spielplatz hier im Hintergrund. Ja, deswegen haben wir uns hier hingesetzt, Ute. Wenn wir uns mal umdrehen, das ist ja wirklich toll geworden, ja. Hier steht jetzt dann Tierfutter und Gebackenes und die ersten haben auch schon Besitz angenommen. Wie wird es denn angenommen? Ja, jetzt war zwar das Wetter nicht so gut die letzten Tage, aber wie kommt es bei den Kiddies an? Also der Spielplatz kommt sehr gut an, das muss ich echt sagen. Ich bin auch sehr überrascht, dass das so läuft. Die Wochenenden vor allem, die jetzt immer schon schönes Wetter hatten, die haben uns also wirklich reichlich Besucher beschert. Die Verweildauer hat sich einfach verlängert und es kommen auch sehr viele Wiederholungstäter, ja, die dann von den Kindern wahrscheinlich, die wollen hierher, die wollen auf den Spielplatz und gucken sich natürlich auch unsere Tiere an, aber der Spielplatz ist dann immer der Endpunkt, wo dann auch die Verweildauer sich um einiges verlängert. Also, dann treffen wir uns an Ostern wieder bei dir im Österlichen, dann ist auch der Osterhase da. Wann geht's los? Es geht um 10 Uhr los, wie immer, bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist 16.30 Uhr und wir haben auch Ostermontag geöffnet. Das muss ich dazu sagen, weil wir ja jetzt eigentlich montags immer geschlossen haben, aber am Feiertag haben wir natürlich auf. Also auch Ostermontag zu gewohnten Öffnungszeiten haben wir da geöffnet. Also alle hoppeln in den Heimatnaturgarten an Ostern und besuchen die Tiere und spielen eine Runde auf dem Spielplatz und zur Belohnung gibt es dann für alle auch Ostereier. Ein Blitzeranhänger ist seit dem 27. März in Weißenfels im Einsatz. Das Ordnungsamt der Saalestadt hat das Gerät für 3 Monate angemietet, um es auf den Straßen in der Kernstadt und in den Ortschaften zu testen. Grund für die Testphase ist der wiederholt vorgetragene Wunsch von Bürgern nach einer Zunahme der Verkehrsüberwachung, um die Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr zu verbessern. Die Stadt Weißenfels verfügt bisher über 6 Blitzeranlagen, 5 stationäre Blitzer und ein mobiles Blitzgerät. Durch das massive Gehäuse ist der Blitzeranhänger vor Vandalismus geschützt. Nach Aufbau und Ausrichtung kann der Blitzeranhänger mehrere Tage am Ort verbleiben und eigenständig rund um die Uhr den Verkehr kontrollieren. Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller lädt zur Bürgersprechstunde am 3. April von 16 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz ein. Alle Bürger haben die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt mit dem Bürgermeister zu besprechen. Die Sprechstunde findet während des Abendmarktes statt. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen, ihre Fragen und Anliegen vorzubringen. Es ist eine gute Gelegenheit, direkt mit dem Stadtoberhaupt in Kontakt zu treten. Wie der Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben, SPD, mitteilt,
sind die ersten Entscheidungen für eine Südumgehung von Weißenfels sowie eine Umfahrung der Ortschaften Plenschütz und Plotha gefallen. Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens, FDP, konnte nun die Entscheidung für die Vorzugsvarianten bekannt geben. Die Maßnahmen wurden auch in das Investitionsgesetz Kohleregionen aufgenommen. Entschieden hat man sich für die Variante A1, B2.1. Damit werden die Ortschaften Plotha und Plenschütz nordwestlich umfahren. Im Bereich Weißenfels wird die Variante B2.1 südöstlich von Köslitz-Wiedebach vorbeiführen. Nur strahlende Gesichter sah man am vergangenen Dienstag bei der Hohenmölsener Feuerwehr. Bürgermeister Andy Haug konnte zwei neue Einsatzfahrzeuge an die Kameradinnen und Kameraden übergeben. Bei der Übergabe mit vor Ort waren unter anderem Sachsen-Anhalts Innenministerin Dr. Tamara Zieschang und Landrat Götz Ulrich sowie die Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben und Elke Simon Kuch. 1865, da gab es die erste Feuerwehr in Hohenmölsen. Auf immerhin 159 Jahre können die Kameradinnen und Kameraden mittlerweile zurückblicken. Und sie können stolz sein auf die Entwicklung ihrer Feuerwehr. So wie zum Beispiel am Dienstag. Denn da sah man nur strahlende Gesichter. War doch aus gegebenem Anlass hier großer Bahnhof angesagt. Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden, mit einem herzlichen Glück auf begrüße ich Sie alle recht herzlich heute hier in den Räumlichkeiten unserer Ortsfeuerwehr Hohenmölsen. Ich freue mich sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind zu diesem, wie ich finde, ganz besonderen Anlass. Ja, und jetzt können wir sagen, wir im letzten Jahr der Einweihung eines neuen Gerätehauses in Brandschutz beigewohnt hat und dort gehört hat, wir haben da 3,7 Millionen Euro ausgegeben. Und wer jetzt sozusagen hier dran teilnimmt, wenn wir gleich zwei neue Fahrzeuge in den Dienst stellen, wenn ich dann noch sage, dass wir im nächsten Jahr noch ein solches großes Fahrzeug in den Dienst der Feuerwehr anstellen wird, der wird gleich denken, naja, die Stadt Hohenmölsen ist reich und kann sich ganz schön was leisten. Nein, das ist natürlich nicht so, da sage ich auch noch gleich etwas dazu, aber natürlich ist uns ein Thema hier in Hohenmölsen ganz besonders wichtig und das wissen die Kameradinnen und Kameraden, das ist eben der Brandschutz. Wie wichtig eine gute Ausstattung der Feuerwehren ist, das weiß wohl jeder von uns. Gleich zwei neue Autos zu erhalten, das war natürlich am Dienstag ein wahrer Segen für alle. Nimm diese zwei Fahrzeuge, die wir heute in Gebrauch nehmen, in deine Ordnung, damit sie dem Wohl der Menschen dienen. Alle, die als Feuerwehrleute hier in ihrem Dienst tun und alle, denen sie zur Hilfe kommen, schließe ein in deinen Segen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gott schenke euch Kraft bei allen Belastungen. Er schenke euch die Kraft, mit dem fertig zu werden, wo andere weglaufen. Er schenke euch Kraft für euren Dienst. Er schütze euch vor Unfall und Katastrophen aller Art. Er schenke euch Menschen, die euch begleiten, im richtigen Maß von Nähe und Distanz, von Zuhören und Beistand. Er segne das Dunkel eurer Vergangenheit und das Ungewisse der Zukunft. Er segne den Segen eures Helfens und das Leuchten eurer Stärke. Er segne die Fülle eurer Aufgaben und die Leere, die manchmal folgt. Er segne die Vielfalt eurer Fähigkeiten und die Kraft eurer Begabung. All das Bewirke und Durchwirke der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Was ist das für ein Gefühl? Ja, also man kann das Gefühl bei Feuerwehrleuten, denke ich mal, relativ eindeutig und einfach beschreiben. Es ist halt wie Geburtstag, ne? Also wir bekommen hier ein neues Gerät. Das ist wie beim Kleinkind, wenn es ein neues Spielzeug bekommt. Klingt ein bisschen salopp, ist aber so. Also das ist ja unser täglich Brot, mit dem wir hier draußen ausrücken und mit dem wir uns halt unseren Feuerwehralltag bestreiten und auch die Einsätze damit abwickeln. Und von daher, wenn es was Neues gibt, bringt ja auch meistens Innovationen mit sich, sind wir sehr gespannt und freuen uns auch natürlich darauf, um diese Fahrzeuge in dem Einsatz halt reinzubringen zu können. Wie alt war denn das
das Vorgängermodell, wenn ich mal so human das ausdrücken darf? Also das Vorgängermodell war 1996 gebaut, also ist derzeit 28 Jahre alt und hat seinen Lebenszyklus, sag ich mal, hinter sich, wird aber wahrscheinlich hier in der Stadt als Reservefahrzeug vorgehalten und wird natürlich durch dieses Telef 4000 jetzt ersetzt. Dieses hat halt einen größeren Löschmittelvorrat halt bei als das alte Fahrzeug und bietet daher schon einen erheblichen einsatztaktischen Vorteil. Ich habe vorhin in den Ansprachen gehört, man ist hier in Hohenmölzen auch begeistert, auch mit dem Nachwuchs, dass da so ein Zusammenhalt und doch schon so viel ist. Woran liegt das? Was macht ihr anders? Ja, also was wir anders machen, das kann ich natürlich jetzt nicht so sagen, weil ich komme ja aus dem inneren Zirkel. Aber ich denke schon, dass halt wir sehr gut eine Kameradschaft untereinander pflegen. Viele meiner Mitstreiter, die mich auch im alltäglichen Einsatzdienst hier begleiten, sind ja auch aus der Jugendfeuerwehr gekommen und einfach hat sich da so eine innige Freundschaft und auch Kameradschaft entwickelt, dass wir hier dann letztendlich gestärkt in den Einsatz gehen und für den Schutz unserer Bürger und Bürgerinnen da sind. Es gab viele Gespräche, Informationen rund um die neue Technik und auch der Nachwuchs war hellauf begeistert. Das Land leistet ja nur eine kleine Unterstützung. Deswegen das Besondere ist hier wirklich, dass hier zwei Fahrzeuge beschafft worden sind und beide zur gleichen Zeit in Dienst gestellt werden. Ich habe dem Bürgermeister gesagt, das ist wirklich ein kraftvolles Ausrufezeichen für den Brandschutz, was er hier setzt. Weil dass die Gemeinde hier sagt, wir investieren auch von unserer Seite so stark in den kommunalen Brandschutz, das freut mich als Innenministerin sehr. Wir geben als Land bei dem TLF 4000 was dazu. Aber es sind ja auch viele andere Dinge, die bezahlt werden müssen, auch im täglichen Betrieb. Also insofern wirklich ein kraftvolles Ausrufezeichen der Stadt Hohenmölsen und des Bürgermeisters. Aber alle die Gerätschaften, ob es Feuerwehrgerätehaus ist, ob es Fahrzeuge sind, die müssen mit Menschen gefüllt werden. Und diese Menschen sind die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren. Die machen das in ihrem Ehrenamt. Die kümmern sich ja nicht nur um die Fahrzeuge und sehen zu, dass alles in Ordnung ist, sondern das Entscheidende ist, egal wenn die Sirene geht, egal wenn es um einen Einsatz geht, sie sind rund um die Uhr einsatzbereit und sind bereit für die Gesellschaft, für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger da zu sein, wenn das Haus brennt, wenn Menschen in Not geraten sind und sind dann da. Das ist eine selbstlose Hilfe, ohne die unsere Gesellschaft nicht so funktionieren könnte, wie sie funktioniert, weil viele Bürgerinnen und Bürger können nachts in Ruhe schlafen gehen, weil sie wissen, wenn es brennt, wenn es einen Notfall gibt, dann rücken die Kameradinnen und Kameraden aus. Als Land machen wir im Augenblick eine regelrechte Fahrzeugbeschaffungsoffensive. Wir werden allein in 3 Jahren, in den Jahren 2023, 2024 und 2025, 171 Fahrzeuge landesweit beschaffen. Dafür nimmt auch das Land fast 29 Millionen Euro in die Hand. Also das zeigt, auch wir von Seiten des Landes wollen die Kommunen dabei unterstützen, auch weil wir wissen, dass alles immer teurer wird. Freiwillige Feuerwehr steht für Kameradschaft, Zusammenhalt und Teamwork. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. So lautet ein Feuerwehrspruch, der das Engagement passend beschreibt. Also ich bin froh, dass wir, wenn wir die Zahl der Kameradinnen und Kameraden landesweit sehen, dass wir da bei den Zahlen stabil bleiben im Augenblick. Wir hatten sozusagen rückläufige Mitgliederzahlen, aber im Augenblick sind wir stabil. Aber ich freue mich ganz besonders, dass wir bei den Kindern und vor allem bei den Jugendfeuerwehren in den letzten Jahren deutlichen Zulauf und deutlichen Anstieg der Mitgliederzahlen genommen haben. Wir wissen einfach, das ist wichtiger Nachwuchs für den aktiven Dienst. Nicht jeder, der in der Jugendfeuerwehr war, landet dann am Ende auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, weil er vielleicht die Ausbildung woanders macht und wegzieht, weil er auch woanders studiert. Also deswegen sind die Jugendfeuerwehren aber eine wichtige Basis für den späteren aktiven Dienst und deswegen ist es auch toll, dass es hier eine aktive Jugendfeuerwehr gibt. Die Arbeit der Feuerwehr ist vielfältig. Das Spektrum der Feuerwehreinsätze breit gefächert. Von der Brandbekämpfung bis zur technischen Hilfeleistung ist alles dabei. 100% Ehrenamt. Dafür steht die Freiwillige Feuerwehr. Denn alle Einsatzkräfte erledigen ihren Dienst für uns. Neben Familie, Beruf und Freizeit. Fitness gibt ein gutes Gefühl, aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt.
alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir werden die Ostereier immer noch mit den sogenannten Färbetabletten und Essig verziert. Sicherlich sehr oldschool, aber praktisch. Es geht aber auch schöner und edler, wie wir uns auf dem Weißenfelser Ostermarkt angesehen haben. Es wäre ja auch wirklich sehr schade gewesen, wenn die beiden Ostereierbemaler aus dem sächsischen Bautzen nicht mehr Bestandteil des Weißenfelser Ostermarktes gewesen wären. Nicht nur wir freuten uns, das Ehepaar Höft wieder im Rathaus der Stadt begrüßen zu dürfen. Wie kam es denn zum Rücktritt vom Rücktritt, Heidemarie Höft? Im letzten Jahr hatten wir sie eigentlich schon verabschiedet, die Familie Höft, hier vom Ostermarkt in Weißenfelser. Jetzt sind Sie wieder da, Frau Höft. Wie kam's? Ach, es geht uns wieder gesundheitlich soweit ganz gut. Und wir haben beschlossen, da Weißenfels so eine ganz, ganz liebe, nette, treue Kundschaft ist, solange wie wir das gesundheitlich hinbekommen, werden wir Weißenfels die Treue halten. Das freut uns und wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest. Yes, aber jutre. Dass die Lausitzer Volkskunst des kunstvollen Verzieren von Ostereiern auch in unseren Breiten sehr gefragt ist, zeigte bereits zur Eröffnung der Ausstellung der große Andrang an Interessenten und Kunden. Und auch die Weißenfelser schmücken das Heim ja gerne mit den kunstvollen Eiern der sorbischen Volkskunst. Aber wie entsteht denn so ein Ei? Wir haben uns das von Heidemarie Höft einmal zeigen lassen. Sie zeigen uns die sorbische Kunst des Eierbemalens. Was ist denn das Besondere an dieser Kunst? Das Besondere an den sorbischen Ostereiern ist, dass sie ursprünglich Patengeschenke waren, reine Patengeschenke, die man in der Karwoche verziert hat. Und am Ostersonntag haben die Kinder sie bekommen. Und sorbische Ostereier haben etwas ganz Besonderes. Sie sind beispielsweise im Gegensatz zu anderen Eiern prinzipiell symmetrisch. Die Muster auf sorbischen Ostereiern sind symmetrisch und sie haben auch eine traditionelle Bedeutung. Ich kann Ihnen das gern mal an einem Ei zeigen. Sehr gerne. Wir haben hier bei diesem Ei eine durchgehende Linie. Jawohl. Diese durchgehende Linie steht als Lebenslinie. Mhm. Die Dreiecke symbolisieren den Schutz. Sie werden auch Wolfszähne genannt. Sie stehen aber als Symbol für Vater, Sohn, Heiliger Geist oder für die drei Elemente Wasser, Luft und Erde. Dann haben wir hier diese Strahlen. Diese Strahlen symbolisieren die Sonne und stehen für Kraft. Denn man braucht ja immer Kraft. Ja. Ein Punkt in der Mitte bedeutet der Beginn des Lebens und diese Blume, wie sich das Leben wieder aufbaut. Und mit diesem Ei würde man dem Beschenkten ein langes, gesundes Leben wünschen. Also hat auch so ein bisschen religiösen Hintergrund das Ganze. Es hat einen religiösen Hintergrund, aber es ist ja nicht nur religiös. Ich meine, auch wenn man nicht religiös ist, kann man ja Glück den brauchen. Menschen Glück gebrauchen, ein langes, gesundes Leben wünschen. Jetzt, wenn wir auf das Ei schauen, Frau Höft, mit was bemalen Sie das? Das sieht ja jetzt so ein bisschen erhaben aus, nicht so, wie ich das normalerweise mit meinen Farben zu Hause mache. Genau, wir nehmen Wachs und diese Technik jetzt hier nennt sich Wachsposiertechnik. Okay, können Sie mal was zeigen vielleicht? Dabei wird farbiges Wachs auf das Ei aufgetragen und zwar gibt es zwei Sachen. Einmal eine Stecknadel. Mhm. Mit dieser Stecknadel, mit dem Kopf, macht man den Punkt, beziehungsweise damit kann man auch die Striche machen. Einfach immer nur hier nach unten ziehen.
Und dadurch, dass ja die Stecknadel nur eine ganz begrenzte Menge Wachs aufnimmt, werden die Striche ja fein. Das hängt mit der Stärke des Stecknadelkopfes zusammen. Aber sie bekommen nur eine bestimmte Länge. Ich kann es nicht unendlich ziehen. Okay. Das nächste, was wir noch haben, das sind unsere Federkiele. Ja. Und zwar werden Federn erstmal bis in ungefähr diese Höhe abgeschlissen. Okay. Dann nimmt man eine Schere und schneidet erstmal die Federn ab. Genau das Überschüssige einfach ab. Okay. Und jetzt hat man ein Dreieck. Wie ein Pinsel sozusagen. Ja, ein Stempel würde ich eher sagen. Oder Stempel, ja. Und wenn man dann hier so schneidet und auf der anderen Seite das nochmal genauso macht, dann hat man das zweite Element. Also es gibt fast nur, gibt es drei Elemente, aber die Hauptelemente sind ein Dreieck und diese Raute. Das kann man jetzt in unterschiedlichen Größen sich zuschneiden. Dementsprechend werden dann auch die Elemente unterschiedlich groß. So, und jetzt müssen wir mal gucken für unsere Blume, wo haben wir den wieder versteckt. Wie lang brauchen Sie für so ein Ei, bis das fertig ist, so wie hier vorne in den Körben? Also das reine Malen dauert ca. 25 bis 30 Minuten, aber man muss ja ausblasen, alles dazu rechnen. Ja. Und um jetzt die Elemente zu machen, wird einfach unser Federkiel ins Wachs eingetaucht. Und so entsteht jetzt eine Blume. Somit freuen wir uns auch im kommenden Jahr auf den Besuch des Ehepaares in der Saalestadt. Die beiden haben allerdings recht wenig vom besinnlichen Osterfest, denn sie zeigen ihr Handwerk zum Beispiel am Ostermontag in der Bautzner Touristinformation. Am Osterwochenende hat der Burgenlandkreis neben den vielen Osterfeuern noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Zum Beispiel interessante Führungen. Vielleicht ist in den folgenden Tipps, die wir für Sie zusammengestellt haben, genau das Passende für die Feiertage dabei. Zweimal im Jahr öffnet der Naumburger Dom seine Türen für alle Naumburgerinnen und Naumburger. Entdecken Sie Ihren Dom individuell mit dem Audioguide oder in einer öffentlichen Führung. Der Eintritt ist gegen Vorlage des Personalausweises für alle Naumburger frei. Die öffentliche Domführung um 11 und um 14 Uhr kosten an diesem Tag für alle Naumburger nur 3 Euro pro Person. Und auch die Kinderdombauhütte hat geöffnet und lädt Kinder und ihre Familien zwischen 10 und 16 Uhr zur offenen Werkstatt ein. Erleben Sie, was die Himmelsscheibe von Nebra zu einem Jahrhundertfund der Archäologie und zu einer der faszinierendsten Hinterlassenschaften der Menschheitsgeschichte macht. Die Führung geht durch die Dauerpräsentation der Arche Nebra mit Planetariumshow zur Himmelsscheibe. Zum großen Osterfest mit dem Osterhasen Hoppel Poppel lädt der Heimatnaturgarten Weißenfels ein. An diesem Tag ist für jeden was dabei. So können Sie über den Trödelmarkt schlendern und für die Kleinen findet sich eine Kinderhüpfburg, Rollenrutsche und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Einst herzoglicher Lustgarten, nachfolgend bebaut mit einer Tuchmanufaktur und Färberei. Später Gelände der ersten Landesgartenschau Sachsen-Anhalts und nun Teil der Gartenträume Sachsen-Anhalts. Das Gelände rund um die Moritzburg hat sich in vielerlei Gestalt gezeigt. Während des geführten Rundgangs wird von dieser wechselvollen Geschichte anschaulich berichtet. Ab sofort bietet das Naumburger Stadtmuseum Hohe Lilie am Markt ein digitales Vermittlungsprogramm für Familien und Kinder ab 10 Jahren an. Es handelt sich dabei um einen Actionbound, einen interaktiven Guide in Form eines digitalen Spiels, bei dem die Kinder knifflige Fragen rund um die Geschichte von Naumburgs ältesten Bürgerhaus beantworten müssen. Das Angebot und die Ausleihe der Geräte sind kostenfrei. Es wird lediglich um ein Pfand gebeten. Die Verwendung eigener Tablets oder Smartphones ist möglich. Dazu wird die Actionbound-App benötigt. Die Schnitzeljagd kann jederzeit während der Öffnungszeiten des Museums gespielt werden. Thank you.
Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Wenn Sie jeden Morgen diesen Ausblick sehen und die Vögel zwitschern hören wollen, dann müssen Sie nicht in den Urlaub fahren. Kommen Sie nach Hohenmölzen und erleben Sie den besten Ausblick über den Stadtpark. Schöne Aussichten, Wobau Hohenmölzen. Jetzt bei Radio Saalewelle. Auf dem Weißenfelser Ostermarkt stellten sich viele Kunsthandwerker mit ihren selbstgefertigten Artikeln vor. Wir haben uns für Sie einmal dort umgeschaut und auch einiges über Osterbräuche erfahren. Das Osterfest ist ja auch immer geprägt von der Übergabe von kleinen Geschenken an die Liebsten. Vielfach kommt dabei auch Selbstgebasteltes zum Einsatz. Neben kunstvoll verzierten Ostereiern darf es aber auch anderes Kunsthandwerk sein. Wir haben uns auf dem Weißenfelser Ostermarkt einmal bei Kunsthandwerkern umgehört und natürlich auch nach deren Lieblingsstücken gefragt. Ja, Frau Pfeiffer und Frau Henze haben auch einen Stand auf dem Ostermarkt in Weißenfels und eine ganze Menge dabei. Bemalte Ostereier, vor allen Dingen hier finde ich ganz lustig, Marienkäfer als Ei. Was ist denn Ihr persönliches Osterritual? Was ist denn Ihr Highlight an Ostern? Was machen Sie da? Was schmücken Sie Besonderes? Oder gibt es was Besonderes zu essen? Wir fangen mal mit Ihnen hier an. Schmücken, ja. Alles, was ich selber mache, wird auf den Tisch gestellt. Und Resteverwertung wahrscheinlich. Ja. Was auch übrig bleibt nach was Verlauf. Ja, das kommt alles dann bei mir auf den Tisch. Jawohl. Und bei Ihnen? Ja, ich schmücke nicht mehr so viel, weil die Kinder sind aus dem Haus. Ja. Aber ansonsten sind wir mit Nachhaltigkeit beschäftigt, mit kreatives Basteln, mit allem, was man so in der Natur findet oder zu Hause noch im Karton hat. Nicht nur Dinge fürs Osterfest aus Ostereiern oder Hühnereiern oder Gänseeiern oder Straußeneier gibt es auf dem Markt zu Ostern, sondern auch Dinge, die schön getöpfert sind. Bei mir die Anja von der Integra in Weißenfels. Und wir haben uns vorher schon aus diesem großen Teil hier ein Lieblingsstück rausgesucht. Anja, und welches ist dein Lieblingsstück? Das ist die Butterdose. Die ist handgemacht und wirklich ganz niedlich mit den schönen Marienkäfern drauf. Das ist mein Highlight. Und meins ist der große Hase hier. Sag mal, Anja, wie stellt ihr das her? Mit den Leuten aus der Integra oder wie wird das Ganze geformt? Da habt ihr ja bestimmt schon lange dran gearbeitet. Das wird hergestellt, also als erstmal Handarbeit, ja. Und das stellen unsere Klienten her. Ja. Und die machen das sehr gerne und sind immer sehr kreativ und das ist immer schön anzusehen. Und wie ist so die Resonanz? Wir haben ja heute ganz schlechtes Wetter, aber wird was gekauft oder steht er eher nur zum Zeigen da? Es wird sehr viel gekauft. Jetzt ist gerade mal kurz Ruhe, dass wir mal durchatmen können und einen Kaffee trinken können. Aber ansonsten freuen wir uns immer, wenn alles schön verkauft wird. Es sind ja auch schöne Dinge für Ostern dabei. Bleiben wir beim klassischen Ei. Bemalt werden ja mittlerweile nicht nur Hühnereier. Auch bei den sorbischen Eiermalern werden kunstvoll verzierte Gänse oder sogar Straußeneier gestaltet. Für uns Grund genug, einmal bei dem Besitzer einer Straußenfarm nach der Besonderheit der dicken Eier nachzufragen. Ja, jetzt haben wir bemalte Straußeneier aus dem Sorbenland gesehen. Aber jetzt wollen wir uns mal erkundigen beim Fachmann, bei Steffen Müller.
nach den richtigen und zwar vollen Straußeneiern. Herr Müller, was ist denn der Unterschied zwischen Straußenei und Hühnerei? Erstmal ein bisschen größer. Hier reden wir von etwa 4 bis 28 Hühnereiern. Eins. Es ist ein bisschen cholesterinärmer, viel härter, auch ganz lecker. Also kann ich die ganze Familie mit einem Ei sozusagen abfrühstücken. Jetzt haben Sie ja nicht nur die Straußeneier da, Herr Müller, sondern Sie bieten auch Straußenfleisch an. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Ist das auch besonders cholesterinarm oder was ist die Besonderheit dieses Fleisches? Also Straußenfleisch hat erstmal 1% Fett nur. Was Fett ist, ungesättigt. Es ist ein sehr eisenreiches Fleisch und beim Strauß werden Sie auch nie Antibiotika finden im Fleisch. Wirklich ein sehr gesundes Fleisch. Jetzt kann ich natürlich so ein Straußenei nicht einfach am Pfannenrand aufschlagen. Wie mache ich so ein Straußenei auf, um an das Eigelb und das Eiweiß zu kommen? Am besten ist immer entweder einen Akkuschrauber nehmen oder eine ganz normale Papierschere zulassen, so leicht reinbicken und dann ein bisschen drehen und ausblasen. Das geht wunderbar mit einem Loch. Eine Hochburg der Osterfeierlichkeiten ist unter anderem die Oberlausitz, wo der Volksstamm der Sorben seine Heimat hat. Über die Feiertage finden dort Veranstaltungen wie zum Beispiel die Osterreiterprozession oder das Eierschieben statt. Wir wollten von Lüder Höft, einem Sorben aus Bautzen, einmal mehr über die österlichen Traditionen wissen. Ja, das ist an und für sich schwierig, welchen Brauch man da nimmt. Es gibt einige sorbische Osterbrauche, die heute noch üblich sind. Am bekanntesten im Allgemeinen ist wohl das Verzieren der sorbischen Ostereier und das sogenannte Osterreiten. Das, was hat es mit dem Osterreiten auf sich? Ich glaube, da ziehen dann berittene Menschen durch die Ortschaften, oder? Das ist so, dass von einem katholischen Kirchspiel, es ist ein katholischer Brauch, die Reiter in die Nachbarkirchgemeinde reiten und die Botschaft von Ostern überbringen. Aus dem Nachbarkirchspiel kommen auch die Osterreiter und bringen das gegenseitig als Kunden dar. Ein schönes Fest dieses Ostern. In diesem Sinne möchten Ihnen das gesamte Team vom BLK-TV ein schönes, erholsames und friedvolles Osterfest wünschen. Und für alle Freunde der sorbischen Sprache hat Lüder Höft auch einen Gruß in seiner Sprache für uns. Vesove jutre, frohe Ostern. Auch an den Osterfeiertagen rollt vereinzelt der Ball. Zum Beispiel am Samstagabend in der Stadthalle in Weißenfels das Derby zwischen dem MBC und den Chemnitzern in der ersten Basketball-Bundesliga. Aber es gibt noch eine ganze Menge mehr. Wer also gegen wen, wann und wo antritt, das sagt Ihnen jetzt unser Sportblick. In der Verbandsliga empfängt die Elf von Blau-Weiß-Zobau den ersten FC Lok Stendal. Und der SSC Weißenfels läuft ebenfalls auf heimischen Rasen gegen die Mannschaft von Blau-Weiß-Dürlau auf. Anpfiff ist jeweils um 14 Uhr. Am Montag müssen die Zobauer nochmals ran. Dann geht's zum SSV Gardelegen. Hier rollt der Ball dann ebenfalls ab 14 Uhr. In der Landesliga trifft am Samstag zu Hause der SSC Naumburg auf die Kicker von der SG Blau-Weiß-Brachstedt. Und am Montag kommt es dann zur Begegnung mit dem SV Eintracht Emselow. In der Landesklasse 7 steht am Montag einzig die Begegnung SSC Weißenfels gegen SV Zöschen auf dem Spielplan. Floorball. Am vergangenen Wochenende gelang den UHC-Männern der zweite Sieg in der Halbfinalserie gegen Chemnitz. Und damit sind nun die Floorfighters zu Ostern wieder in Weißenfels zu Gast. Basketball. Der Syntenics MBC steht am Samstag auf heimischem Parkett der Mannschaft von den Niners Chemnitz gegenüber. Spielbeginn ist um 16 Uhr. So, höchste Zeit für mich, nach 30 Minuten wegzuhoppeln in den Osterurlaub. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Osterwochenende. Feiern Sie, genießen Sie es. Wetter soll ja so lala werden, also können wir vielleicht die Ostereier diesmal draußen in der Wiese suchen. Wir sind wieder da nach Ostern, pünktlich am Dienstagabend mit der nächsten Ausgabe des Regionalmagazins und freuen sich dann schon auf einen Schlüssellochblick in die Landesgartenschau
in Bad Dürrenberg, die Mitte April stattfinden wird. Also, ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.